Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video beantworte ich die Frage von Lena Weiß. Sie fragt, kann man in Archicad die Grundeinstellung ändern? Zum Beispiel, dass eigene Schraffuren und Farben automatisch bei jedem Projekt da sind und nicht neu eingestellt werden müssen. Das geht und wie, das zeige ich euch heute. Ich wünsche euch nun viel Spaß und los geht's. Wenn wir nun Archicad öffnen, dann sehen wir direkt dieses neues Projektfenster und haben die Möglichkeit, eine Vorlage oder ein Arbeitsumgebungsprofil auszuwählen. Meistens lassen wir ja immer die Einstellungen so, wie sie sind, aber ihr seht es, ich habe die Möglichkeit, nach einer Vorlage zu suchen und das gleiche auch bei meinem eigenen Profil. Meistens kann man das Ganze auch auf Profil Architektur 26 umstellen oder lässt es einfach so, wie es eingestellt war und dann klicken wir auf Neu. Beginnen wir mit dem Arbeitsumgebungsprofil. Das finden wir unter Optionen hier ganz oben. Und wenn wir da mal drauf gehen, wählen wir unten Arbeitsumgebung aus und dann nochmals Arbeitsumgebung. Unter Profil anwenden könnt ihr auch immer nachträglich euer Profil ändern. Jetzt sehen wir dieses Fenster und ihr seht, es gibt eben die gespeicherten Profile Architektur 26, Tragwerksplanung etc. und gespeicherte Schemata. Das heißt, da werden Einstellungen festgelegt, wie zum Beispiel Tastaturkürze, Werkzeuge, optische Aspekte, wie zum Beispiel eure Fanghilfen aussehen, Hilfslinien. Könnt ihr nachträglich eben bestimmte Einstellungen ändern. Könnt euch da gerne mal durchklicken. Und wir gehen mal auf Tracker drauf und ich möchte jetzt zum Beispiel die Textfarbe ändern oder die Rahmenfarbe. Und das Ganze, was ich jetzt hier ändere, muss ich dann als eigenes neues Profil abspeichern. Davor erstelle ich mir erstmal ein eigenes Profil, nenne es Alonka, klicke auf Anwenden. Bei Schema könnt ihr das dann auch wieder auswählen oder ihr überschreibt eins. Und ja, dann lege ich jetzt einfach mal ein paar Farben fest für die Textfarbe, für den Rahmen und für die Füllfarbe. Ich glaube, für die Füllfarbe nehme ich jetzt ein Orange. So. Und ja, jetzt klicke ich auf OK. Ihr könnt natürlich auch noch andere Einstellungen festlegen. Da ändere ich jetzt jedoch nichts mehr, sondern ich möchte jetzt mit meiner Vorlage beginnen. Das heißt, ich möchte eine Projektvorlage erstellen, die ich für jedes neues Projekt nutzen kann, wo ich zum Beispiel schon Layouts angelegt habe, Master-Layouts erstellt habe und nachher quasi einfach nur meine Zeichnungen dort automatisch aktualisiert werden. Ich erstelle jetzt erstmal Master-Layout. Dort kann ich jetzt einen Plankopf erstellen oder andere Dinge festlegen, die auf jedem Layout zu sehen sein sollen, Gruppennamen etc., Grundriss, EG, erstes OG und so weiter und so fort. Wenn ihr mehr zum Thema Layout oder Master Layouts wissen wollt, dann verlinke ich euch gerne ein Video dazu. Ansonsten bleibt dran und wir machen weiter mit unserer Vorlage. Ich schreibe jetzt einfach mal beispielhaft meinen Namen rein, Alonka. Setze es hier in die untere Ecke ein. Mache das Ganze noch ein bisschen größer. So, 20 müsste passen. Und ja, das möchte ich einfach auf jedem Layout jetzt drauf haben. Dafür muss ich jetzt aber erstmal noch ein eigenes Layout erstellen. Das heißt, ich habe ein Master Layout, das dient quasi als Vorlage für das Layout selbst. Und ich kann das natürlich auch immer wieder ändern. Jetzt erst ab. Davor möchte ich erstmal überprüfen, ob meine Profileinstellungen von vorher übernommen worden sind. Ich habe jetzt mal Wände erstellt und ihr seht, der Text wird in Pink, Orange und in Grau angezeigt. Wenn ich jetzt das Ganze doch noch ändern möchte, kann ich das natürlich nachträglich machen, indem ich wieder auf mein Profil klicke, markiertes Profil anwenden, nochmal anwenden und dann kann ich in den Einstellungen reingehen, muss im Schema aber nochmal mein Profil auswählen, anwenden klicken und ich sehe, dass da tauchen meine Farben auf. Ich ändere jetzt beispielhaft einfach nochmal eine Farbe, mache nochmal dunkelgrau. Und ja, jetzt klicke ich auf OK und da müsste alles übernommen sein. Ihr seht es genau, da ist der Hintergrund jetzt grau statt orange. Das passt soweit, ich bin jetzt zufrieden. Ich lösche jetzt mal einfach wieder die Wände raus.
Und dann möchte ich jetzt noch mein Stiftset festlegen. Ich erstelle mir quasi jetzt mein eigenes. Dazu habe ich bereits auch ein Video gedreht. Ich verlinke es euch ebenfalls hier oben. Ich ändere jetzt einfach mal die ersten drei Farben und auch die Strichstärke. So, speichere das Ganze jetzt nochmal ab. Mit Alonka speichern, überprüfen, okay. Und jetzt wieder Farben und einmal Linien eben für die drei Farben bzw. Strichstärken, die ich erstellt habe. Kopiere die erste Linie zweimal. Und jetzt ändere ich einfach die Stiftfarben 2 und 3. Aktiviere die echte Linienstärke. Und tatsächlich, es passt soweit. Genau. Das heißt, in meiner Projektvorlage sollen immer diese Stiftfarben und die Strichstärken vorhanden sein. Ich lasse jetzt auch die Linien im EG einfach liegen, damit ihr das nachher seht, wenn wir die Projektvorlage öffnen, dass alles auch drin bleibt, was wir eben hier drin erstellt haben. Und ja, jetzt erstelle ich erstmal ein neues Layout, wähle mein Master Layout aus und so sieht das Ganze aus. Hier in Rot wird natürlich das angezeigt, was ich im Master Layout eben platziert habe. Das war eben der Schriftzug Alonka und ja, und so soll jetzt erstmal meine Vorlage aussehen. Wie gesagt, ihr könnt hier noch viele verschiedene Sachen reinpacken. Ich setze noch die Zeichnungen rein. Das heißt, hier im Master Layout zum Beispiel soll jetzt einfach immer das EG zu sehen sein. Da passe ich jetzt nochmal den Maßstab an, den Ausschnitt mache ich jetzt kurz. So. Und jetzt noch die Stiftfarbe einstellen, Rechtsklick auf Einstellungen, dann nochmal alles abchecken, ob es automatisch aktualisiert wird, Stiftset auswählen, ganz wichtig, Maßstab wie gesagt anpassen, falls es nicht stimmt, auf OK klicken und jetzt sehen wir, jetzt passt alles von den Farben und von den Strichstärken auch. Ich gehe jetzt wieder ins EG und jetzt können wir unsere Projektvorlage abspeichern bei Sichern als. Hier müssen wir nämlich beim Dateityp Archicad Projektvorlage auswählen, ganz wichtig. Und dann gebt ihr dem Ganzen einen Namen, sucht den Speicherort aus. Ich gebe jetzt Alonka ein und speichere das Ganze ab. Optionen, Datei komprimieren, das passt soweit. Okay, speichern. So, und das ist jetzt meine Projektvorlage. Ich schließe jetzt einfach Archicad und öffne das Ganze jetzt hier einfügen. Ihr seht, das Archicad ist neu gestartet. Es erscheint hier direkt als Vorlage Alonka. Ansonsten könnt ihr auch die Vorlage suchen, da wo ihr es abgespeichert habt. Profil wähle ich jetzt auch wieder Alonka aus und klicke auf Neu. Und ihr seht es, hier erscheint direkt meine Vorlage, so wie ich sie vorher geschlossen habe. Im Master Layout ist jetzt hier meine Zeichnung drin, wo hier zum Beispiel Grundriss EG drin wäre. Jetzt möchte ich doch nicht mehr, dass die Zeichnung auf dem Master Layout zu sehen ist, sondern im Layout selbst. Das heißt, im Master Layout lösche ich das Ganze raus, im Layout selbst setze ich es ein und da wären dann zum Beispiel jetzt Grundrisse zu sehen vom EG. Ich kann jetzt die Projektvorlage wieder überschreiben. Das heißt, ihr könnt nachträglich immer Sachen ergänzen oder verändern. Überschreibt dann einfach die Vorlage und dann passt das Ganze. Wenn ihr jetzt eure Datei startet, das heißt euer Projekt, dann zeichnet ihr hier und erstellt eine ganz normale Archicad-Datei. Das heißt keine Projektvorlage, sondern eine Projektdatei. Ihr könnt natürlich noch viel mehr in dieser Vorlage vorbereiten, indem ihr zum Beispiel weitere Layouts anlegt für Lageplan, Schwarzplan, Grundriss, Schnitte, Ansichten, Details, Fassadenschnitt etc. Je mehr ihr hier schon mal vorbereitet, desto weniger Arbeit habt ihr am Ende von eurem Semester oder während den ganzen Korrekturgesprächen mit den Professoren, weil dann werden die Sachen einfach direkt dort aktualisiert, wenn ihr die Layouts zum Beispiel angelegt habt, das Stiftset angepasst habt und ja, ihr spart euch wie gesagt dadurch sehr viel Zeit. Also nutzt es und probiert es aus. Ja, und das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.